Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier gerade in Thüringen, Version 3.001. Ich wünsche allen einen schönen Sonntag. Ich bin jetzt dabei und bereite jetzt die nächste Arbeit vor, und zwar Untruppbekämpfung auf Feld Nummer 49. Da stecke ich jetzt mal hin. Und auf geht's. Dann gehe ich mal die anderen Fahrzeuge an. Das ist jetzt auf Feld Nummer 12. Dann mal gleich mal nacharbeiten. Gleich mal sehen, da und da muss man was tun. Wo ist der andere fertig geworden? 47 kann noch nicht fertig sein. V und B. Das geht nicht, da ist auch ein Messer Ferguson. Da ist eine Fläche nicht gemacht worden. Aha, nee. Zwei Ecken. Naja, gut. Nicht zu ändern, ne? Nacharbeiten bringt auch keine Punkte. Jetzt zu spät. Weil ich würde jetzt ja nur noch Wachstumsstufen reinbringen. Mehr Schaden als Nutzen, ne? Gut, da habe ich auch gar keine Zeit gehabt. Hier ist ein bisschen mehr verrutscht, ne? Oder beim Wenden kann passiert sein, ja, kann sein. Da oben ist auch ein bisschen was zu sehen. Dann muss ich mal gucken, dass ich mal bei nächster Gelegenheit einstelle mit dass er später im Prinzip hohen runter macht, ne? Obwohl, ich bin schon froh, dass er hier nicht in den Bäume gefahren ist, ne? Ja, bergauf tut er sich schwer. Ja, ich hoffe, die Musik ist nicht so laut. Oder zu leise. Zu leise kann man nicht sagen. Das ist Geschmackssache sicherlich, aber wenn zu laut ist, ist es ungünstig, ne? So, fahren wir jetzt die Ecke lang. Dann können wir den Kurs schon mal löschen. Ne, den nicht. Den. Immer noch 30? Versteht nicht. Müsste eigentlich mehr anzeigen. Warum seid ihr nur 30 an? Ach, das kann ja so ein Rechner sein. Normalerweise nicht, da muss man gucken, welchen Modus er genommen habe. Eigentlich nicht. Ich weiß, wenn ich jetzt an einen anderen Bildschirmauflösung nehme, dann ist er auf 30. Muss ich mal eine Antwort gucken. Ich möchte auch die 60 haben, ne? Zumindest annähernd. Nehmen wir auch 60 auf, wenn es wieder Probleme gibt in der Qualität. Ja, nicht so schön. Oder um rechts ja 60 anzeigt, ne? Also das ist ja. Ich muss, wie gesagt, muss ich mal schauen, dass ich da bei Steam das mal mir das aktiviere wieder. So. Dann habe ich auch eine Anzeige, die zweite Prinzip, ne? Die erste ist ja oben rechts, die ist halt ständig an und das andere kann ich ja aktivieren. So, Feld 12 wäre fertig. Dann mal kurz gucken. Dann habe ich alle Felder bestellt, ne? 47 ist auch fertig. Ist gut. Der sich meldet ja auch wegen. Da. Dann meldet er es fertig. Logisch, ne? Ist ja auch eine Aktion, ne? Eigentlich wollte ich hier das nicht so machen. Sondern eher anders halt, ne? Dass ich hier
mit gleichen Traktoren auf ein Feld arbeite. Okay, das geht ja auch. Du gehst hoch 3 und Action. Dann können wir gleich hier mit dem anderen Traktor die Nacharbeiten durchführen. Dann werden wir die Spritzerei heute mal sein lassen für Feldnummer 47 oder 49. Das können wir dann in aller Ruhe nächste Woche machen. So. Lassen. Du musst wieder ausklappen, wir sind noch nicht fertig. Das möchte ich heute noch fertig machen, ne? Das Feld. Nummer 47 auch fertig, ne? Alles abgeflochten, aufsatzmäßig. Sonnenblumen. Weizen, Gerste habe ich eingepflanzt, war nicht so viel wie sonst, aber Mais. Da haben wir sicherlich genug Arbeit. Weizen geht wie gesagt ins Lager. Stroh werde ich keins ernten, das mal. Da habe ich noch genug. Und alles andere werden wir sehen, ne? Da ist Schatten oder ist da so eine Stelle nicht gemacht worden? Aber die Ecken sind meistens nicht so gut. Muss ich auch wie gesagt mal gucken, dass ich die Saatmaschinen entsprechend so einstelle, dass ich da später auf und runter geht, ne? Aber das habe ich garantiert beim nächsten Mal vergessen. Und dann sage ich auch wieder, oh, hab was vor. Nun jetzt ist aber schon wiederum alles zu spät, ne? Ist jetzt die Aussaat ist fertig, kann man sagen. Die Sonnenblumen werde ich verkaufen. Da habe ich da aktuell noch keine Produktion von. Vielleicht brauche ich hier auch eine Marshall Light, ne? Für Diesel. Das kann natürlich sein. Also sicherheitshalber erstmal ins Lager einfahren, mache ich es aber so erst. Und dann bei Gelegenheit, wenn wir Zeit haben, im Winter verkaufen. Dann haben wir hier die ganzen Flächen, was uns gehörte, fertig. Wir haben jetzt, ja, da können wir bald auch schneller gehen, ne? Aber die Aussaat machen wir noch durch. Anführungszeichen die Kurve, obwohl 7%, ne, hat er trotzdem nicht mehr mitgeschafft. Also Kursblick ist dann auch an Grenzen gesetzt, ne, weil er das nicht erkennt. Er fährt eine Strecke ab. Gut, bei quadratischen Feldern ist das sicherlich einfacher zu handhaben als bei so eine krummen halt, ne, natürlichen Feldern, ne. Ist halt so. Ja. Ja, nächste Woche hier Frühschicht. Da ist ein bisschen einfacher. Anführungszeichen. Weil dann bin ich ja meistens Montag geredet, weil ich die Nacht davor schlecht geschlafen habe oder zu kurz, immer eher zu kurz, ne? Weil ich gerne mal schlecht einschlafe. Diese Umstellung von spät auf früh, das kriege ich immer schwer in der Reihe. Manchmal klappt das ganz gut, dass ich früh ins Bett gehe und meine 7-8 Stunden schlafe. Naja, 7, naja, 8 schaffe ich am meisten nicht, aber 7 ist eine schöne Zeit. Bin ich zwar auch nicht munter, aber das ist besser, wenn ich nur 2 Stunden schlafe oder eine. Das kam auch schon vor. Und dann ist mit Spielen nichts. Dann habe ich ganz froh, wenn ich am Dienstag dann was schaffe. Ne? Macht es ja auch nicht auf Kraft hinaus. Und zur Not am Freitag, Nachmittag kann ich auch noch was schaffen. Ne? Das merkt man schon, ne? Wenn man im Prinzip einen halben Tag mehr Zeit hat. Ne?
Und am Montag halt Spätschicht. Ja, das merkt man dann schon. Also, dass man am Wochenende einen halben Tag im Prinzip locker einen Tag mehr Zeit hat. Ne? So. So muss man die Aussaat erledigen. Ne? Zusammenklappen. So, dann schicken wir den mal Hof 3. Ah, ich muss mal Richtung Weg fahren, sonst fährt er durch den Wald. Also kann passieren. Weil der Felder keine Randkurse haben, ne? Tja, ich hoffe mal, die Aufnahme geklappt. Das passt zwar alles. Mit Ton und so. Mikro ist dicht dran. Ne? Vergesse ich sehr oft leider. Anfangs habe ich sehr oft vergessen. Da hing das Ding, also 30, 40 Meter weg. Und dann, oh, shit. 4 Aufnahmen gemacht oder 7 oder sogar 7. Und dann stelle ich fest, oh, ich bin schlecht zu hören. Oh, das ist eine Katastrophe. Und dann sagt man sich auch, Mensch, lädt das hoch oder nicht? Anfangs habe ich oft entschieden, na, lade ich hoch. Im Nachhinein ist das eigentlich dann, ungünstig, wenn ein neuer Zuschauer kommt und dann sagt, oh ja, der Ton ist so leise, ne? Und deswegen nicht reinschaltet, dann weiß man ja nicht genau, ne? Nicht wieder reinschaltet. Ist schwer, das zu entscheiden. So, ist fertig, fertig. Ja, gut, machen wir ihm hier, ne? Zeit, das lohnt sich nicht. Du musst die andere Sämaschine wegbringen. Weil dann müsste ich den Kurs ja speichern. Das hab ich, ne, der ist fast fertig. In 6 Minuten. Das kommt genau hin. Von der Zeit her. Ich würde dann natürlich ein bisschen länger machen, wenn es sein müsste. Ne? Weil die Kurse habe ich nicht gespeichert und dadurch. Da habe ich gemacht. Vorne mal schauen. Haben wir den Nachbars Grundstück rüber, ne? Feld. Ausnahmsweise. Das ist der Traktor, der sehr schnell fährt, ne? Ja, dann haben wir die Felder fertig. Und Kopfbekämpfung kann man ja nebenbei machen. Und. Das ist egal. Und dann können wir anfangen, ein paar Bäume zu fällen, um das Sägewerk in Betrieb zu kriegen. Ich habe ja das Sägewerk vorher aufgehabt und dann verkauft. Ich hatte viele, viele Lager, also Hallen gebaut. Ich habe Terraform mitgemacht, viel. Das habe ich mir irgendwo gut geschrieben. Wahrscheinlich eher auch zu. Eher Geld noch zu wenig. Aber gut, das kommen wir hin. Also, da ist er was. Deswegen habe ich diesen nach 7 Millionen. Ich hatte auch den das Silo, ganze Silage, das war über 4 Millionen Liter. Auch durchgescheckt. Und mir deswegen, ja, gut geschrieben, ne? Jetzt nicht mehr geschafft. Bis im Grunde rüberzunehmen. Wollte keine 3, 4 Tage oder Wochen. Nur mit Mais Silage fahren in den BGH, weil die BGH kann ja auch nur eine gewisse Menge pro Tag verarbeiten, ne? Und das wäre nichts gewesen, das wäre so langweilig auf Dauer, nur Mais fahren, nur Silage fahren, nichts anderes, weil nichts anderes lohnt sich dann nicht, ne? Und ich wollte das eigentlich vollautomatisch machen mit Kurzblick und mit Autodrive. Zur Not so beide BGHs fahren, ne? Also was ich aber jetzt sehr noch nicht trotzdem machen werde, wenn alles gut geht,
Hängt er sich auf Gewicht und Traktor, ne? Ja, sowas gibt's dann. Wie soll er jetzt unbedingt da hochfahren? Komisch. Der Lenker funktioniert doch. Manchmal ist ja mal, ne? Ja, aber in dem Falle mache ich es voll oder nicht. Also die müssten repariert werden und weggestellt werden. Und die Frage ist nur, wohin, ne? Aber voll machen auf jeden Fall. So. Ich stelle den mal vorne links hin. Wir werden im nächsten Fahrzeug gleich mal das Ausfüllen machen wir nächste Woche. Und dann muss man noch Elferlassmut hinbringen, ne? Das ist das eigentliche Problem. Oh, da sind die Maschinen. Hier wäre noch Platz für einen Ladewagen, für der oben im Hof steht. Muss ich mal schauen. Blocking. Gras, achso, das sind die beiden hier. Der normalerweise nicht. Ach, der. Achso, der ist hier angekommen im Hof, okay. Da muss ich mal schauen, weil er ist immer gemein, ne? Blocking, ne? Das andere ist der mit der Ballenpresse. Ne, ne? Scherzkeks. Kann nicht sein. Aber den Rest will ich leben, glaube ich. Muss ich mal gucken. Das fülle ich jetzt nicht auf. Beziehungsweise... Das sollte eigentlich... Ja gut, die Ecke, das lassen wir so ist. Das ist dann auch egal. So, Leute, das soll es auch schon für heute gewesen sein. Für den heutigen Sonntag. Ich wünsche allen einen schönen Restsonntag. Kleiner Hinweis in eigener Sache. Um 15 Uhr kommt eine Folge Kettle und Kopf. Auch das ist schon fertig. Wer Lust und Laune hat, mal ein bisschen anders zu schauen, Landwirtschaft, da mache ich aktuell Szenarien fertig. Einzelne Aufgaben, die man braucht, um XP zu verdienen. Ja, dann sagt mal tschüss, ciao, ciao. Und da später eine Karriere zu beginnen. Ne? Darum geht es ja. Karriere beginnen heißt für mich, ich habe einen Hof, ich erweitere den Hof auf weiß ich, Felder und so. Aber um Feld kaufen zu können, muss man Ansehen haben. Weiß ich, vom Hafen oder so, und dann kannst du entsprechend kaufen. Genauso mit Fahrzeug, da musst du auch Ansehen haben, dann kannst du dir Fahrzeug kaufen. Sonst kriegst du kein Fahrzeug. Deswegen muss ich erstmal vorher die Szenarien machen. Es gibt zwar noch einen anderen Modus mit Sandkastenmodus, nennt sich so. Da brauchst du das alles nicht, dann kannst du da entsprechend gleich voll durchziehen und durchstarten. Das wollte ich aber mit Absicht nicht machen, weil Szenario war für mich zum Lernen ganz gut und auch mit der Tutorial mit bei ist. Und da kann man nämlich einiges lernen über die Landwirtschaft, weil das ja sehr realistisch ist. Und wie das Ganze funktioniert, ne? Wie mit der Steuerung und so. Das ist ja auch ein bisschen anders, fast wie hier, aber ein bisschen anders schon. So, dann immer schönen Tag noch und guckt vielleicht morgen wieder rein. Tschüss, würde mich freuen. Bis dann und ciao. Tschüss.